Ich wollte nur kurz vorstellen, wie Sie auf den Text gekommen sind. Lauren hat das geträumt, hat gesagt, warte mal, lass uns jetzt mal dieses Gespräch. Bla 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 bla. Kennt ihr das, wenn ein Gespräch, es läuft einfach nicht. Ich glaube, es liegt am Raum. Nein, das liegt am Moment. Das geht einfach nur. Stell dir mal vor, du hättest den perfekten Raum für ein Gespräch. Weiße Wände, ein Tisch, zwei Plätze mit Namensschildern und dann halt Notizblätter. Es geht Notizblätter. Es geht nur darum, Notizblätter, dass zum Beispiel der eine sich aufschreiben kann, was er sagen will und dem anderen nicht immer reinredet. Ja, okay, aber manche Gespräche sind wie Studenten bei der Wohnungssuche. Es gibt einfach keinen Raum für sie. Du sitzt in diesem Zimmer und guckst nach, ob du eine neue Mail hast. Zum 10. Mal. In 5 Minuten. Aber wohin sollst du denn auch schauen? Du spürst doch diesen Blick von dieser Person da neben dir. Die schaut dich doch an. Die checkt dich doch aus. Und wenn du zurückschaust, dann lächelt sie auch. Willst du jetzt der sein, der sich nicht traut oder der, bei dem man denkt, dass er es braucht? Und dann legst du die tausende Sätze zusammen, nur einmal ein kleines Gespräch anzufangen. Dann hast du den Satz endlich im Kopf, packst die Gelegenheit endlich beim Schopf, drehst dich zur Seite, da öffnet die Türe. Herr Buser, der Dr. Minder, der jetzt parat, rühmen Sie Führer. Manche Gespräche sind wie Lemminge, sie laufen ins Leere. Du schenkst mir ein Gespräch. Ja. Nein, das wäre doch nicht notwendig. Nein, es ist schön, es ist auch interessant. Alle Menschen sind interessant, aber warum erzählst du mir bitte einen Traum von gestern Nacht? Was ist das für ein Gespräch? Das ist kein Gespräch. Was soll ich denn da bitte sagen? Nee, aber es war halt ein guter Traum. Also es war so, ich habe geträumt von meinem Mitbewohner, mein Ex-Mitbewohner, er heißt Marco. Und er war eine Mischung aus Vidu und Marco. Vidu kennt ihr auch nicht. Und er hatte so einen Pferdeschwanz und Hufen und er konnte nur vieren. Das war einfach so krass für mich. Manche Gespräche sind wie sehr, sehr, sehr kurze Romane. Einseitig. Das blaue Licht des Laptops lässt dich alt aussehen. Du starrst auf den Bildschirm, haust in die Tasten und redest mit mir über deine Probleme. Ich weiß halt einfach nicht, wo ich stehe oder wo er steht. Und du sagst mir immer das Gleiche. Und ich sage immer, hey, mach es doch so oder so, aber du machst es so oder so nie, weil bei dir immer alles gleich bleibt. Und darum sitze ich da und höre dir kaum zu, sondern stelle mir nur vor, wie du wohl blicken würdest, wenn ich auf eine deiner Fragen einfach mal plötzlich ganz anders antworten würde. Meinst du, das ist schlimm, wenn er Sabrina. Ich meine, ich liebe ihn ja trotzdem. Sabrina, wir sind doch Freunde, ja? Wir sind doch Freunde, ja? Wir sind doch Freunde und Freunde sind doch füreinander da. Ja. Also hör auf meinen Ratschlag. Okay. Manche Gespräche sind wie Spuckefaden. Sie reißen einfach ab. Als dein Sprechfluss mich erst mitriss und dein vollkommen nass machte, weil du so spuckst beim Sprechen, mitten auf die Lippe, habe ich stillgehalten. Für dich, um so zu tun, als hätte ich mich nicht geekelt. Für dich, oder als hätte ich es nicht gemerkt. Für dich, ich zähle langsam bis 10, beschwöre deine flatternden Lippen, es nicht noch einmal zu wagen, sonst auf jeden Fall warte ich 10 Sekunden kulant as fuck, bevor ich langsam die schon getrocknete Spucke wegwische. Ich bekomme Panik, sie ist nicht mehr da, sie ist versickert. Wo ist die Spucke jetzt? Was meinst du dazu? Was hast du gerade gesagt? Manche Gespräche sind wie Bob Marley-Fans. Sie folgen einem Raster. Nie hörst du zu. Was? Nie hörst du zu. Was? Ja, ich wollte gar nicht viel sagen, aber schon allein die Tatsache, dass du gerade nicht zugehört hast, sagt mir, dass wir kein anständiges Gespräch führen können. Ja, du wolltest doch jetzt so überhaupt nichts sagen. Wenn ich dir aber jetzt hätte was sagen wollen, hätte ich dir sagen wollen, dass meine Oma gestorben ist, wann, wie hätte ich dir das sagen sollen, wenn wir nicht normal sprechen können? Ja, du hättest mir eine Textnachricht schreiben können. Ja, bei manchen Gesprächen braucht man aber eine Stimme. Ja, da kannst du mir eine Sprachnachricht schicken. Ja, aber bei dir kommt ja nie was an. Ja, man hat halt nie Empfang. Ja, da oben meine ich aber, da oben kommt nie was an. Wie meinst du? Manche Gespräche sind wie schlechte Gäste. Sie bringen nichts. Es macht jetzt einfach keinen Sinn, dass wir jetzt da weiter diskutieren, weil ich meinen Standpunkt eh nicht mehr ändere. Das fühlt sich für mich jetzt aber nicht schön an. Das muss sich auch nicht gut anfühlen. Es heißt der Standpunkt und nicht G-Punkt. Ha! Manche Gespräche sind wie frisch rasierte Männerwangen. Sie kratzen dich nicht. Als du mich fragtest, ob ich dich denn liebe, habe ich gesagt, dass das jetzt schon etwas zu früh sei. Wir kennen uns ja erst gerade seit 2 Minuten und im Nebel und Strobolicht sehe ich auch nicht wirklich, wie du aussiehst. Aber manche Gespräche sind wie Robin Williams. Sie hängen einfach in der Luft. Hey. Hey. Ist offline gegangen.
Manche Gespräche sind wie die Basler Zeitung. Sie werden schlecht geführt. Hey. Hey, bist du auch alleine hier? Nein. Ich auch nicht. Da ist eine Baustelle zwischen uns. Ich wäre froh, würdest du aufhören zu baggern. Was? Manche Gespräche sind wie ein Dönerspieß. Sie drehen sich im Kreis. Ja, voll. Komm, wir holen einen Döner. Manche Gespräche sind wie hinkende Vergleiche. Sie hinken hinterher. In der roten Fadenspinnerei entsteht gerade ein Teppich. Ich ziehe einen noch nicht vernähten Strang raus und ziehe und ziehe und ziehe und ziehe und... Fuck, ich habe den Faden verloren. Man verliert so schnell den Überblick. Gespräche sind kein Kaufhaus. Und viele Leute üben sich in trügerischem Austausch. Aber es braucht keinen Raum und keinen strukturierten Zeitplan. Keine Ablaufpläne und keinen durchtrainierten Leitfaden. Man muss nicht jeden Satz immer so vorher überlegen. Es braucht nur die Bereitschaft, einem Menschen zu begegnen. Und wir hören nicht auf zu reden. Und wir hören nicht auf zu reden. Denn es wird noch nicht alles gesagt. Aber noch nicht von jedem. Dankeschön.